Hat sie denn sonst noch was zu sagen? Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Okay. Was könnten wir noch tun? Es ist jetzt auch nichts weiteres, was irgendwie aufpoppt. Und das nimmt er ja einfach nicht. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenen. Okay. Das ist ein. Meinst du, dann müssen wir ja wirklich alles mit allem einfach verwenden? Wenn du das für eine gute. Wenn du das für. Ja, nicht mit dem Hörer, vielleicht einfach auf das Telefon legen. Wenn du das für eine. Diese Batterien was? Werden vielleicht nochmal nützlich. Okay. Ein paar Batterien. Fast leer. Was für eine geile Erfindung. Und sonst ist da ja nicht wirklich viel. Okay, wir haben auf jeden Fall Batterien. Vielleicht können wir die Batterien mit dem Gameboy austauschen da. Das läuft nicht mit Batterien. Ach so. Gameboys laufen nicht mit Batterien. Ich verstehe. Nicht. Was können wir noch tun? Vielleicht können wir hier der Fremden hier irgendwie die Zeitung in die Hand drücken oder so. Die will doch keiner haben. Ach so. Fettiges Papier für die Haare? Das gebe ich nicht weg. Okay. Geld? Ja, klar. Okay. Dieser Ring. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Was können wir denn noch tun? Ich meine, es hat ja anscheinend irgendwas mit der Hörer zu tun, aber was? Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Zweckentfremden wofür? Das ist der Hörer, an seinem angestammten Platz. Was kann ich tun? Wie kann ich das Telefon zweckentfremden? Draht haben wir versucht. Es muss ja irgendwie was sein. Irgendwas von meinen ganzen Dingern hier. Das macht keinen Sinn. Okay. Das nicht. Verdammt. Hey, da mach ich doch alles. Bitte warten. Das ist am Tisch festgemacht. Du solltest ja auch den Hörer benutzen. Stört die überhaupt nicht, ne? Vielleicht das Thunfisch-Sandwich, aus welchem Grund auch immer. Ich bin verzweifelt, man merkt es vielleicht. Blödsinn. Ja, gut. Blödsinn habe ich jede Menge drauf. Bitte warten. Das ist am Tisch festgemacht. Du solltest den Hörer wieder benutzen. Ein Ring. Glaube ich nicht. Es gibt. Nee. Kleingeld aufs Telefon legen. Spinnst du? Okay. Also gleich haben wir alles durch, was wir zumindest mit dem Telefon machen können. Fernbedienung, leere Fernbedienung auf das Telefon. Nee. Okay. Batterien bringen wahrscheinlich auch so überhaupt gar nichts. Das läuft nicht mit Batterien. Ja, aber der Gameboy auch nicht, oder was? Willst du mich verarschen? Ich und Point-Click-Adventures, ne? Ihr merkt, warum ich halt selten Point-Click-Adventures hier auf dem Kanal habe.
So, jetzt nur noch die Rasierklinge, da haben wir alles einmal auf jeden Fall benutzt. Das kann ich nicht rasieren. Eigentlich nur ein Telefon, aber vielleicht kann ich es irgendwie zweckentfremden. Dann nimmt ihr ja nicht den Gameboy ab. Das nehme ich nicht mit. Solltest du auch einfach nur reingehen. Ich meine, wir müssen ja irgendwie hier durch, damit wir dann halt zur Arbeit gehen können. Die Frage ist halt nur... Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Wo und wie und was? Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Das durfte ich vorhin nicht. Ich hab's versucht. Ich durfte es nicht. Ich muss mir was Besseres als das einfallen lassen. Kann ich vielleicht mit den Drehkreuzen irgendwas verwenden? Nee, die Frage ist was? Das macht keinen Sinn. Ich bin ratlos. Ich bin sehr ratlos. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Wobei ich glaube nicht, dass wir halt irgendwo hier noch was finden, wo wir weiterkommen können oder so. Ja, wir haben hier das, wir haben Tauben, eine Tür. Haben wir alles gesehen, alles benutzt. Taube da oben, jo. Hier können wir nicht rein. Da kann ich aber rein. Ah, okay. Also vielleicht. Der alte Marconi und seine wütende Ader warten immer noch auf mich. Ich kann ihren Atem hören. Ich warte lieber noch eine Weile, bevor ich mich wieder nach Hause wage. Okay. War vielleicht in der Seitenstraße hier noch etwas? Mülleimer. Ach, Tube Klebstoff. Ah! Man findet doch immer noch was braucht. Dann nehmen wir doch die Tube Klebstoff mit. Bäh. Und dann können wir vielleicht den Hörer draufkleben oder so. Hab mich schon gewundert, ne? Wir hatten ja die Mülltonne angesprochen. Und, er hat auch irgendwas von, ne? Tube Klebstoff halt gesagt, aber als ich dann das nehmen wollte, war halt nichts möglich. Okay. Das ist der Hörer. Also Hörer benutzen. So, dann Tube Klebstoff. Auf das Telefon. Würde ich ja gerne, aber der Deckel sitzt fest. Oh. Okay, wie kriegen wir das auf? Würde ich ja gerne ab. Zu trocken. Mit dem Draht kann ich nichts ausrichten. Vielleicht damit? Würde ich ja gerne. Vielleicht damit? Würde ich ja gerne. Vielleicht damit? Würde ich ja gerne. Würde ich ja damit? Damit? Würde ich ja gerne. Vielleicht mit dem? Ah! Na bitte! Das macht auch fast Sinn. Aber ich bin schon so verzweifelt, dass ich schon nicht mehr wusste, ne? Was tue ich denn jetzt am besten? So. Zack. Dann rufen wir mal durch. Haha. Kann ich jetzt was mitnehmen hier? Das sollte ich lieber lassen. Aber das ist ein Edding. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Dann nimm doch den Edding. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. So. Ein schwarzer Edding. Total vertrocknet. Wie hat Betty damit nur ihre Kreuzworträtsel gelöst? Gar nicht. Gut, dann wollen wir mal jetzt hier drüber, oder? Es hält mich ja niemand mehr auf. Oh shit. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Man ist niemals zu alt dafür. Ich weiß nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen sie alle.
Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Weil der Automat kaputt war und die andere Tusse da, ne? Einfach nur nichts gemacht hat. Ist doch nicht meine Schuld. Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Ach, kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? Ja, das Monster. Ja, das Monster. Betty, die fette Meereshexe. Sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich ignoriert, wie Jessica Chabot meine E-Mails ignoriert. Ich meine, das war Betty. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Okay. Gucken wir uns einmal hier alles an. Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Ein Globus. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Ruby Goldbergs. Oh, nett. Hey, genau. Moment mal. Okay. Wow! Kann ich hiervon irgendwas mitnehmen? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Kann ich das mitnehmen? Die interessieren mich nicht. Grillkohle? Die braucht man zum Grillen. Nee, ist nicht wahr. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Ach, jetzt sei doch mal nicht so. Er hat auf jeden Fall hier drin einen Grill. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würstchen ist. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Schade. Vielleicht mit einer Barbecue-Schürze oder so? Nein. Jetzt habe ich nur noch ihn jetzt mal ansprechen, ne? Ah, ich habe da mehrere Globus. Figur. Da unten ist auch was. Ein Bolzen. Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Okay, bevor ich hier den Bolzen irgendwie rausziehe oder sowas, spreche ich nochmal mit ihm. Nicht, dass das danach nicht geht. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Mhm. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Na toll, okay. Bolzen. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Schade eigentlich. Sitzt richtig fest. Vielleicht kannst du den rausdrehen mit einem Teleskop-Entenbügel-Gedöns-Dingens. Vergiss es. Das ist keine ernste Angelegenheit. Ich verstehe. Gut. Vielleicht damit. Das macht keinen Sinn. Das habe ich mir fast gedacht. Vielleicht durchschneiden. Das kann ich nicht rasieren. Ich wusste nicht, wie scharf das Ding jetzt genau ist. Einfetten vielleicht? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Nee, aber fettig. Hast du noch was zu sagen? Okay. Also nicht wirklich. Kannst du eine Figur nehmen? Hey, Minnie Murray, du gehörst jetzt mir. Und schon wurde das Ding schief. Gelockerter Bolzen. Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Ja, das haben wir doch. Hier. Der Globus wackelt ja wirklich wie ein Rattenschwanz. Das riskiere ich lieber nicht. Warum nicht? Ich glaube, der Bolzen hat sich etwas gelockert, aber löst sich noch nicht ganz. Okay. Der Globus ist aus dem Gleichgewicht geraten und wackelt von der Erschütterung der Züge. Kannst du den bewegen oder so? Was? Damit ich zerquetscht werde? Vielleicht das damit verwenden? Nein. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Eine Officer Murray-Figur. Könnte man direkt niedlich nennen. Ist es aber nicht. Okay. Gut. Also das Ding muss auf jeden Fall irgendwie geschmiert werden. Rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Die Frage ist, wo und was
Und wie? Das macht keinen Sinn. Hm.